Hallo liebe Bücherfreunde und willkommen auf meinem Kanal. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich riesig und ich kann es kaum glauben. Es ist schon wieder ein Monat rum und bevor wir starten, werde ich euch kurz wie immer darauf hinweisen. Irgendwo steht Dauerwerbesendung. Ihr wisst, das muss so sein. Ich stelle euch Bücher vor, die könnten eure Kaufverhalten beeinflussen und somit wäre es Werbung. Ja, wie gesagt, es geht um meinen Neuzugängemonat Februar 2021. Ich habe mir 6 Bücher gekauft, davon sind 3 neu rausgekommen und 3 sind etwas ältere Bücher, die ich gerne haben wollte. Ich finde, ich habe eine super Fülle an tollen Büchern gekauft, also eins besser wie das andere für meine Verhältnisse. Und ich möchte jetzt starten mit dem ersten Buch. Das Buch ist im BTB Verlag erschienen, kostet 10 Euro und ist von Zhu Mong Kit. Viele Leute auf BookYouTube kennen es bereits und viele haben es auch gelobt. Und ich möchte auch endlich zu den Leuten gehören, die da mitreden kann und sagen kann, ja, klasse Buch. Es ist die Geschichte, die über Sklaverei oder von Sklaverei handelt und heißt Die Erfindung der Flügel. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die 11-jährige Sarah. Sarah lebt in Charleston mit ihrer Familie auf einem Gut, ist wohlbehütet aufgewachsen und an ihrem 11. Geburtstag bekommt sie von den Eltern ein, ja, etwas merkwürdiges Geschenk. Sie bekommt Hattie. Hattie wird genannt Handful und soll ihre Dienerin von nun an sein und ihr zur Seite gehen. Sarah rebelliert ein bisschen gegen ihre Eltern und bringt Hattie das Lesen bei. Und im Laufe der Geschichte werden die beiden Freunde. Und irgendwo erwartet jeder etwas anderes vom Leben. Sarah weiß ganz genau, dass sie diesen Zwängen eigentlich entkommen will und dass vielleicht auch eine große Aufgabe vor ihr liegt, während Hattie von der Freiheit träumt, was man ja auch verstehen kann. Und ihre Mutter hat ihr früher als Kind immer Märchen erzählt und sie hat immer gesagt, eins haben alle Menschen Flügel gehabt. Ich denke mal, man kann es ableiten und kann sich denken, warum ja dieses Buch Die Erfindung der Flügel heißt, denn es hat mit Freiheit zu tun. Ich denke, es wird eine unglaublich tolle Geschichte sein, die ich unbedingt lesen möchte und ja, ich hoffe, ich kann vielleicht viele von euch inspirieren, die es noch nicht gelesen haben, es auch endlich zu tun. Das nächste Buch ist auch wieder ein Highlight. Also es ist ein Hype-Buch auf YouTube und auch in ja, Buchhandlungen. Überall erzählt man sich, dass es ein Buch ist, das jeder gelesen haben muss. Es ist im Dumont Verlag erschienen, ist von Benjamin Meyers und heißt Offene See. Das Buch kostet 20 Euro und diese Geschichte spielt in England 1946. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Robert. Robert ist ein junger Mann, der den Zwängen des Elternhauses entfliehen möchte und auch seine Sehnsucht nach dem Meer stillen möchte. Er macht sich eines Tages auf den Weg, um zu Fuß zur Küste zu laufen. Denn sein Drang nach Freiheit ist riesengroß. Er soll nämlich die Familientradition fortführen und im Bergwerk arbeiten. Auf seiner Wanderschaft landet er irgendwann bei Dulci. Dulci ist ja eine etwas ältere, unkonventionelle Frau. Sie nimmt ihn bei sich auf und öffnet ihm ja Tür und Tor für ein anderes Leben. Ein Leben, in dem Freundschaft, Leidenschaft, Kunst, aber auch Schmerz erstrebenswerter sind als zum Beispiel Pflichterfüllung. Es soll ein ja, bewegend poetischer Lobgesang auf das Land sein, tief empfunden und aufmerksam beobachtet, laut der Daily Mail. Und diese Geschichte soll literarisch wunderschön sein und auch ganz toll. Also auch ich möchte dieses Buch unbedingt schnellstmöglich lesen, um mitreden zu können und dieses tolle Buch endlich genießen zu können. Dann das nächste Buch ist eine Geschichte, die mich wirklich interessiert und die ich schon länger auf meinem Schirm habe, denn es ist eine wahre Geschichte. Die Geschichte über Lale Sokolov
Und die Geschichte ist von Heather Morris im Piper Verlag erschienen. Ist eine, ja, eine Broschüre, würde ich sagen, und kostet 16 Euro. Die Geschichte heißt Der Tätowierer von Auschwitz. Das Buch erzählt natürlich von den Schrecken des Holocaust, ist ganz klar, aber auch von einer tiefen Liebe, die entstanden ist. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht der junge slowakische Jude Lale Sokowitz. Und er wird 1942 nach Auschwitz deportiert. Dort muss er von der SS befohlen, die Häftlinge mit den, mit ihren ja, Haftnummern praktisch auf die Unterarme tätowieren. Und eines Tages sitzt ihm eine junge Frau in, ja, gegenüber, in die er sich unsterblich verliebt, sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Es ist Gitta und ihre Nummer ist 4562, ja, und ihre Häftlingsnummer. Und es beginnt eine Liebesgeschichte und das Unglaubliche daran ist, dass beide Auschwitz überleben und danach für immer zusammen sind, heiraten und ihr Leben verbringen. Irgendwann ja, stirbt Gitta. Und der über 80-jährige heute lebende Lale Sokolov trifft auf die Autorin Heather Morris, die in Australien lebt und arbeitet. Und die beiden werden Freunde. Und man weiß ja, wenn man irgendwann eine Freundschaft beginnt, irgendwann öffnet man sich. Und so auch in diesem Fall. Und er erzählt seine bewegende Geschichte. Und Heather weiß sofort, dass sie diese Geschichte aufschreiben muss. Und ja, hinten steht, eindringlich schildert Heather Morris die bewegende, wahre Geschichte von Lale und Gitta, die den Glauben an Mut, Liebe und Menschlichkeit nie verloren. Also ich glaube, dass dieses Buch es in sich hat und dass man vielleicht auch mal das ein oder andere Mal nah am Wasser gebaut sein wird. Und hoffe, dass ich es schnellstmöglich lese, denn diese Geschichte interessiert mich brennend. Das nächste Buch, das ich euch jetzt vorstelle, ist eine Geschichte, die habe ich auf einem anderen Kanal oder das Buch habe ich auf einem anderen Kanal entdeckt, nämlich bei der lieben Caroline. Ihr Kanal heißt Marie Salon de Livre Liest. Es ist eine unglaublich tolle Frau, die super sympathisch ist, sehr viel liest und auch tolle Geschichten vorstellt. Also schaut mal auf jeden Fall auch bei ihr rein. Dieses Buch, ich wusste sofort, als sie es vorgestellt hat, ist was für mich. Und sie spielt nämlich in England und nicht, um nicht zu sagen in Cornwall, in St. Ives. Und das Buch heißt Bärenfüttern verboten von Rachel Elliott. Es ist im Mare Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Und man weiß, der Mare Verlag macht auch meistens ganz besondere Bücher, die alle was eben mit dem Meer zu tun haben. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht die 47-jährige Sydney. Sydney ist Freerunnerin und an einem, ja, oder an ihrem 47. Geburtstag macht sie sich endlich auf, zurück in ihre Heimat nach St. Ives. Sie ist 30 Jahre lang nicht dort gewesen, hat es auch vermieden und sich im Grunde genommen auch ein bisschen gefürchtet, dorthin zurückzugehen. Aber nun macht sie sich auf den Weg und sie trifft auf ihrem Weg dahin eine Menge skurriler Menschen und merkt eigentlich, dass deren Leben kein Deut besser ist als ihr eigenes. Und seien wir doch mal ehrlich, es ist doch auch oft so, dass die Macken eines Menschen ersten Menschen liebenswert machen. Und diese Menschen, so verrückt sie auch sein mögen, kommen letztendlich auch an ihr Ziel. Und hier hinten drauf steht, Rachel Elliots Menschenkenntnis ist unglaublich. Ihr Witz, doch allem voran ihr Blick fürs Zwischenmenschliche, werden die Leser in ihren Bann ziehen. Also ich glaube, das ist wieder so eine Geschichte, wo die ganzen Nebencharaktere einfach richtig toll sind und ja, einen glücklich machen werden. Ich denke, es wird ein Wohlfühlbuch werden. Ich freue mich riesig darauf. Rachel Elliott, Bären füttern verboten. Das nächste Buch, das ich euch jetzt vorstelle, auf dieses Buch habe ich mich wahnsinnig gefreut. Es ist, glaube ich, Ende Januar rausgekommen
Vor über einem Jahr habe ich durch eine Zeitschrift von der Meier schon durchgeblättert. Da standen lauter Neuerscheinungen drin. Und als ich dieses Buch gesehen habe und auch den Text dazu gelesen habe, da wusste ich sofort, boah, das ist eine Geschichte für mich. Dann wurde der Erscheinungstermin zweimal verschoben und jetzt ist es endlich raus. Das Buch ist von Elena Schröder und heißt Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Ist im DTV Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Das ist eine Familiengeschichte, die über vier Generationen geht, die vier unterschiedliche Frauen zeigt und ich glaube, das ist wieder absolut was für mich. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die heutige 27-jährige Hanna. Hanna lebt und wohnt in Berlin, wo das Leben pulsiert und tobt und sie selber hat das Gefühl, ihr Leben steht mit 27 am Anfang, also dass da noch jede Menge kommt. Im Gegensatz zu ihr ist ihre Großmutter Evelyn fast 100 und die kann es kaum erwarten, dass ihr Leben endlich zu Ende geht. Eines Tages kommt ein Brief, der verändert alles, denn Evelyn erbt ein verschollenes Kunstvermögen und es geht darum auch um jüdische Wurzeln. Und ja, wie kann es anders sein? Hannah ist entsetzt. Denn es gibt da offensichtlich in ihrer Familiengeschichte etwas, worüber ihre Großmutter nicht spricht und von dem Hannah auch überhaupt nichts weiß. Sie kann nicht glauben, dass ihre Großmutter so gar nichts von sich und ihrer Mutter erzählt. Und ja, ich denke mal, wir haben hier eine ganz spannende Familiengeschichte. Hinten drauf steht: Die Spur der Bilder führt zurück in die 20er Jahre zu einem eigensinnigen Mädchen namens Senta. Also Leute, ich freue mich auf diese Geschichte. Die klingt unglaublich und das ist wieder genau etwas nach meinem Schlag. Ein Geheimnis, ja, vier Generationen. Was kann es Schöneres geben, als dieses Buch zu verschlingen? Last but not least, mein letztes Buch ist wieder von einer meiner Lieblingsautoren. Es ist neu rausgekommen. Es handelt sich um Meine ferne Schwester von Judith Lennox. Ist im Pendo Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Wie ich euch ja schon mal mitgeteilt habe, Judith Lennox schreibt seit über 20 Jahren Bücher. Also es geht in all ihren Büchern immer um Frauen, um starke Frauen, um Frauengeschichten, um Frauenfreundschaften und eben auch um Familien. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen zwei Schwestern. Das Ganze spielt in London der 30er Jahre. Es ist einmal die 23-jährige Rowan, die hüpft von einer Party zur nächsten und genießt wohl offensichtlich das Leben im Gegensatz zu ihrer jüngeren Schwester Thea, die hart arbeitet, um studieren zu können. Trotz der Unterschiede besteht eine feste Bindung zwischen den beiden, denn als sie Kinder waren, ist ihre Mutter tödlich verunglückt und Rowan hat ihrer Schwester sozusagen das Leben gerettet. Aber Rowan ist Thea gegenüber nicht ganz ehrlich, denn sie hat ihr nie die ganze Wahrheit über den Unfall erzählt. Und als ein weiterer Schicksalsschlag die Schwestern trifft, kommt ein verborgenes Geheimnis ans Licht. Und die Verbundenheit der Schwestern wird auf eine harte Probe gestellt. Also entweder vertiefen sie diese Verbundenheit oder ja, es wird alles für immer zerstört. Ich glaube, in diesem Buch geht es wieder um ganz große Gefühle und um ja, Geschichte einfach. Ist ein spannender Gesellschaftsroman und wie gesagt, Judith Lennox, meine ferne Schwester. So Leute, das waren meine sechs Bücher. Ich denke, ich habe super tolle Bücher gekauft, eins besser wie das andere. Und da warten tolle Geschichten darauf, entdeckt zu werden. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, vielleicht das ein oder andere Buch auch mal in Augenschein zu nehmen. Und wenn ihr mögt, schaltet ihr vielleicht beim nächsten Mal wieder ein und schaut vorbei. Und ich sage Tschüss, macht's gut, wir sehen uns.